Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich möchte euch heute den Fluke SMFT 1000 zeigen. Was genau wir uns anschauen, ist zum einen den Lieferumfang und zum anderen die Funktion. Alle weiteren Prüfschritte schauen wir uns in separaten Videos an. Der Fluke SMFT 1000 ist, wie ich sagen würde, ein All-In-Gerät. Das heißt, wir haben hier einen Leistungsanalysator, wir haben ein Kennlinienmessgerät und wir haben ein Messgerät für die Sicherheitsprüfung nach IEC 62446-1. Also wir können alle Messungen im PV-Bereich mit einem Gerät abdecken und haben Zusatzgeräte, um Leistung und Einstrahlung direkt auf dem Hauptgerät zu verbinden. Schauen wir uns doch zunächst mal den Lieferumfang an. Wie ihr seht, wir haben den ganzen Tisch voll mit Messutensilien. Und ihr werdet euch fragen, wie könnt ihr das auf der Baustelle mit euch mittragen? Da hat Fluke mitgedacht und seinen Pack 30 Rucksack mit dazu gelegt. Ihr habt euch das wahrscheinlich schon mal in unserem Video Werkzeug, Rucksäcke und Taschen angeguckt. Ihr wisst, der Rucksack ist robust, der bietet viel Platz. Ich finde auch einen sehr guten Tragekomfort. Und ihr kriegt halt alle Messutensilien mit rein und habt die Hände frei. Mit in dem Rucksack drin ist natürlich das Hauptgerät. Ja, sieht so ein bisschen aus wie ein 1664. Was der genau kann, das schauen wir uns gleich an. Dann haben wir mit drin unsere Stromzange für die Leistungsmessung. Wir haben mit dabei ein Einstrahlungsmessgerät. Und ganz wichtig, weil der wird häufig übersehen, ein Temperatursensor. Und den Temperatursensor könnt ihr direkt in das Einstrahlungsmessgerät reinpacken. Und wir haben mit dabei eine große Spindel für die Schutzleitermessung, sodass ihr dann nicht mit riesen einzelnen Messleitungen rumrennen müsst, sondern ihr habt das praktisch aufgespindelt auf Rolle. Schön ist, dass passend zum Einstrahlungsmessgerät auch eine Tasche mit dabei ist. Und in der Tasche haben wir nochmal einen großen Vorteil. Wir haben gleich mit dabei eine Montagehalterung für die PV-Anlage fürs Gestell, sodass wir dann das Einstrahlungsmessgerät einfach an der PV-Anlage befestigen können. Das geht für links und für rechts, also ganz egal, wo ich an der PV-Anlage bin, ich kann es direkt befestigen. Dann haben wir mit dabei 4x Messleitung, wie immer bei Fluke farblich kodiert, in Rot, in Blau, in Grün und in Gelb. Dazu passend dann auch noch Messspitzen und Krokodilklemmen. Und unser Raumschiff ist wieder mit dabei zum Nullabgleich, damit wir die Messleitung auch immer abgleichen können. Wir haben auch hier wieder eine Messspitze dabei. Zur Fernauslösung, wie beim 1664, die kennt ihr da sicher schon, auch in Gelb in dem Fall. Aber es ist egal, welche Farbe ihr habt. Wenn die mal kaputt geht, könnt ihr auch die vom 1664 nehmen. Dann haben wir mit dabei zwei Sätze MC4-Messleitung. Warum sind zwei Sätze mit dabei? Diese MC4-Stecker sind, wenn ihr die normal verwendet, eigentlich nur für den einmaligen Gebrauch. Ja, wenn ihr die auseinandernehmt, wieder zusammensteckt, solltet ihr eigentlich schon neue nehmen. Wir haben hier bei diesen Messleitungssätzen extra MC4-Stecker, die für 1000 Zyklen ausgelegt sind. Deswegen ist das ein Verbrauchsgut. Ihr werdet also zwangsläufig irgendwann neue Messleitungen brauchen. Das ist nicht nur bei Fluke so, sondern bei jedem Messgeräthersteller. Außerdem haben wir Y-Messleitungen dabei. Die sind praktisch, wenn ihr zum Beispiel am Wechselrichter die Leistung messt, weil ihr müsst ja dementsprechend dann einfach auch zwischen Panel und Wechselrichter eine Verbindung herstellen und wollt dann trotzdem noch messen. Wenn ihr das Fluke Pro Kit gekauft habt, dann ist dieser Pappkarton mit dabei. Diesen dürft ihr nicht wegschmeißen, sondern da ist der Lizenzcode für eure Software mit dabei. Jetzt kommen wir aber zum Wichtigsten, zum Hauptgerät. Wir schauen uns als nächstes alle Funktionen des Hauptgerätes an
und welche Messungen wir mit dem Gerät machen können. Das Gerät an sich kommt euch sicher bekannt vor. Sieht aus wie ein 1664, was ich ziemlich gut finde, weil man ist in der Bedienung relativ zügig drin und muss sich nicht großartig umstellen. Auf der Rückseite seht ihr, ihr habt eine Buchse mehr, die wir dann später auch für die Messungen benötigen. Und ihr habt die bekannte Infrarotschnittstelle. Unterschied zum 1664 ist, dass die in dem Fall bidirektional ist. Das heißt, ihr könnt Daten aufs Gerät spielen und aus dem Gerät rausnehmen. Und ihr könnt auch Firmware-Updates direkt über das Gerät machen, ohne es einschicken zu müssen. Die Bedienung erfolgt gewohnt einmal über den Drehschalter und über die F-Tasten. Dann schalten wir jetzt mal ein. Ihr seht, das Gerät hat ein Farbdisplay. Aus meiner Sicht viel, viel besser als früher, weil ich deutlich besser erkennen kann, was im Display zu sehen ist. Wie gesagt, ihr bedient das Ganze über die F-Tasten. Ich habe jetzt hier mal die Sichtprüfung eingestellt gehabt, würde aber zuallererst mal ins Menü schalten. Im Menü seht ihr einmal den Gerätespeicher. Wenn wir hier drauf gehen, dann seht ihr die Messungen, die vorab gemacht wurden und ob die bestanden sind oder nicht. Wir können über die F4-Taste dann wieder zurückgehen. Über die Pfeiltasten hoch und runter bewegt ihr euch von Menüpunkt zu Menüpunkt und könnt dann über die F1-Taste wieder auswählen. Solltet ihr zum Beispiel nicht den Kunden über die TrueTest-Software ins Gerät transferiert haben, könnt ihr Kundencode und Standort hier dementsprechend eingeben. Ihr drückt nur noch einmal die F1-Taste und könnt das dementsprechend verwenden. Entweder mit F3 bestätigen oder, wie ich das jetzt mache, abbrechen und zurückgehen. Gehen wir weiter in die Geräteeinstellung. Wir können hier auch wieder auswählen und können dann zum Beispiel auswählen, wann soll sich das Gerät ausschalten. Wenn wir in der Messung sind und durch die Anlage durchgehen und von Messpunkt zu Messpunkt laufen, dann möchten wir nicht, dass das Gerät sich ständig ausstellt. Das heißt, wir können dann dementsprechend auch die Auto-Off-Funktion nach oben setzen. Oder wenn ihr sagt, ihr möchtet Batterie sparen, dann könnt ihr die Auto-Off-Funktion natürlich auch zurücksetzen. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, uns auch mit dem Einstrahlungsmessgerät zu verbinden. Wie das funktioniert, zeige ich euch, wenn wir bei dem jeweiligen Messschritt eingekommen sind. Wir können die Speichernummerierung zurücksetzen und wir können zurück in die Werkseinstellungen gehen. Wir sehen hier auch vorne gleich die Firmware-Version. Das Gerät ist relativ neu, also schaut, dass ihr immer wieder die Firmware auch aktualisiert, weil wenn Bugs im Gerät drin sind, werden die ziemlich fix auch ausgebessert. Wir hatten ein, zwei Updates, wo wirklich gute Features dann mit dazu gekommen sind. Sollte das Gerät zur Kalibrierung eingeschickt werden, kann einmal die Kalibrierdaten hinterlegt werden und ihr habt hier dementsprechend noch die Zertifikate. Fluke hält sich bei der Herstellung der Geräte ja an die dementsprechenden Normen der jeweiligen Länder, das hier nochmal hinterlegt. Was immer nervig ist und was Zeit kostet, ist die Dokumentation. Gerade bei der Sichtprüfung fallen zum Beispiel viele Sachen an, die ich mir vermerken muss, die ich anschauen muss und die ich sonst immer mit dem Zettel mitschleppen muss. Da hat Fluke, hier finde ich, echt eine coole Sache eingebaut. Wir haben die Sichtprüfung im Gerät drin, entweder nach VDE oder nach E-Check. Was genau das beinhaltet, könnt ihr euch angucken, werden wir verlinken. Wie funktioniert das Ganze? Ich kann einfach reingehen über Anschauen und dann kann ich Punkt für Punkt nacheinander durchgehen und sagen, ist das gut? Habe ich einen Fehler oder ich habe den Punkt gar nicht angetroffen, dann setze ich auf NA. Wenn ich alles auf einmal markieren möchte, halte ich einfach die jeweilige Taste lang gedrückt. Es kann ja sein, dass Sie die gesamte Anlage besichtigen, gesagt haben, alles ist gut und können dann dementsprechend alles auf gut setzen mit einem Tastendruck. Um durch die einzelnen Fragen durchzugehen, nutzen Sie einfach wieder die Rauf- und Runter-Taste und sehen dann Stück für Stück die dementsprechenden Teile der Sichtprüfung. Wenn ihr jetzt zum Beispiel alles auf gut gesetzt habt, wie ich in dem Fall, ihr seht, ich habe alles auf grün gesetzt und denkt euch dann, ah, ich habe doch was gesehen an der einen oder anderen Stelle, dann könnt ihr auch nachträglich einzelne Punkte nehmen und auf Fehler setzen. Das ist kein Problem. Ihr könntet theoretisch erstmal alles auf gut setzen und dann
sagen, da wo ich einen Fehler sehe, streiche ich das dementsprechend durch. Für mich dann die schnellere Maßnahme, wenn man was übersieht, hat man aber den Nachteil, dass es dann mit gut im Protokoll drin steht. Macht es so, wie es für euch am besten ist. Als nächstes folgt die Niederohmmessung. Bei der Niederohmmessung kann man das erste Mal die Infotaste benutzen. Die finde ich bei dem Gerät richtig cool, weil auf der Infotaste wird euch angezeigt, wie wird die Messung gemacht und welche Messleitung braucht ihr dafür. Wir brauchen für die Niederohmmessung einmal die gelbe Messleitung und die grüne Messleitung mit einer Kokoklemme. Und ihr seht, es wird einmal am Panel angeklemmt und dann dementsprechend auch am Potentialausgleich. Gehen wir mal zurück. Wir haben in diesem Menü die Möglichkeit, eine Einzelmessung durchzuführen. Wir haben die Möglichkeit, einzustellen, am Potentialausgleich oder am Blitzschutzleiter zu messen. Und wir können unseren eigenen Grenzwert einstellen. Wir haben dann auch die Möglichkeit, eine Dauermessung durchzuführen in der Pluspolarität. Und wir können eine Dauermessung in der Minuspolarität einstellen. Warum ist beides mit drauf? Weil durch zum Beispiel Feuchtigkeit und Salze können wir Halbleitereffekte haben, die wir dementsprechend mit der anderen Polarität ausgleichen und uns anschauen können. Wichtig ist, wenn ihr verschiedene Messleitungen verwendet, die Messleitung immer vor der Messung zu kompensieren. Hierfür habt ihr nochmal die Kompensationstaste. Als nächstes folgt die Polaritätsmessung. Diese macht ihr direkt am Panel. Panels können durchaus auch mal falsch verdrahtet sein und dann habt ihr die falsche Polarität, was euch weniger Leistung in der Anlage bringt. Das ist häufig ein Fehler in Anlagen, der so sehr schnell zu finden ist. Ihr stellt einfach wieder über den Drehschalter auf die nächste Messung um. Könnt natürlich hier auch wieder die Infotaste drücken. Hier seht ihr auch wieder, wie ihr anklemmen müsst. Ich nutze dafür die mitgelieferten Stecker MC4. So macht sich das Ganze einfach am einfachsten. Und dann verbindet ihr das einfach mit dem Panel und könnt die Messung durchführen. Als nächstes würden wir die Leerlaufspannung und den Kurzschlussstrom messen. Ich habe hier vorher schon umgeschaltet. Wenn ich auf die Infotaste gehe, bleibt das Schaltbild das gleiche. Es kommt nur noch das Einstrahlungsmessgerät dazu, was wir noch verbinden müssen. Und ansonsten bleibt es gleich. Fluggenanntes Keep the Leads. Wir können also die ganzen Messungen durchführen, ohne etwas verändern zu müssen. Genau. Gehen jetzt auf Zurück. Können dann dementsprechend auswählen, was wir messen möchten. Über die F2-Taste können wir dann dementsprechend in das Menü Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom könnten hier die Messungen durchführen. Ich kann hier zeitgleich auch schon ein PV-Modul hinterlegen, wenn ich das möchte. Das zeige ich euch später, wie das funktioniert. Und wir können auch das Einstrahlungsmessgerät verbinden. Hierfür müsst ihr das Gerät einmal einlernen, das haben wir bei uns schon gemacht. Deswegen reicht es, wenn wir einfach in die Nähe des Gerätes gehen, einschalten und können dann dementsprechend das Gerät mit hinzufügen. Über Taste nach oben synchronisiert sich das Ganze und wir können dann den Wert vom Gerät auch im Display sehen. Und das Schöne ist, wir können jederzeit in Echtzeit die Daten miteinander synchronisieren. Vergesst nicht, den mitgelieferten Temperatursensor zu verwenden. Den steckt ihr einfach oben in das Einstrahlungsmessgerät ein. Und über den Saugnapf befestigt ihr das mittig unter einem Panel. Wir wollen natürlich auch die Temperatur messen bei der Messung des Panels, weil die hat Einfluss auf die Leistung des Panels. Wenn es sehr warm ist, erhöht sich der Widerstand und die Leistung des Panels wird schwächer. Jetzt könnt ihr im Display einmal die Sonneneinstrahlung erkennen. Ihr seht, dass uns hier ein Fehler angezeigt wird. Wir sind unter einer Leistung von 400 Watt pro Quadratmeter. Das heißt, ist das Wetter zu schlecht, solltet ihr nicht messen gehen, weil ihr kriegt keine vernünftigen Werte. Ihr kriegt die Temperatur angezeigt. Ihr kriegt den Neigungswinkel angezeigt von dem Einstrahlungsmessgerät. Wenn sich da was verändert, verändert sich das natürlich auch im Display. Und ihr könnt hier erkennen, dass wir einen externen Temperatursensor angeschlossen haben. Wenn wir den wieder abziehen, nutzt der IIR dann einfach seinen internen Temperatursensor.
sollten wir zum Beispiel eine Light-Version haben vom SMFT, wo kein Einstrahlungsmessgerät vorhanden ist und ihr habt ein Einstrahlungsmessgerät von einem anderen Fabrikat, könnt ihr die Daten auch manuell eingeben, sodass ihr dann trotzdem prüfen könnt. Als nächstes würde dann die Leistungsmessung am Wechselrichter folgen. Viele werden sagen, ja, kann ich doch aus dem Wechselrichter selber rauslesen, haben die doch alle im Programm mit drin. Das mag richtig sein, aber die wenigsten lassen ihren Wechselrichter kalibrieren. Bedeutet, wir haben hier ein kalibriertes, vernünftiges Messinstrument, wo wir uns auch verlassen können, dass die Messdaten, die wir ausmessen, vernünftig sind. Deswegen würde ich immer empfehlen, die Daten mit dem Gerät aufzunehmen und nicht einfach aus dem Wechselrichter abzuschreiben. Was brauchen wir hierfür? Wir brauchen weiterhin unsere Messleitung, die können wir einfach drin lassen. Und wir brauchen als Zusatzgerät die I100 Stromzange von Fluke. Die können wir dann einfach auch mit dem Messgerät verbinden und darüber dann den Strom messen. Aus Spannung und Strom ermitteln wir dann die Leistung und können sehen, wie gut die Qualität des Wechselrichters ist. Ich kann die Messungen auch einzeln durchführen, Spannung und Strom. Und ich kann eine Funktionsprüfung durchführen. Wenn wir mit der Pfeiltaste nach unten gehen, sehen wir auch die Leistungsmessung im Wechselstrombereich. Wir sind dann hier auf der Wechselstromseite. Nochmal nach unten sehen wir das Ganze bei einem dreiphasigen Wechselstromnetz auf der DC-Seite, wie wir anklemmen müssen, und auch auf der AC-Seite. Wir können weiter runtergehen und sehen, wie wir anklemmen müssen, wenn wir die Spannung im DC-Bereich messen wollen oder die Spannung im AC-Bereich. Und wenn wir weiter nach unten gehen, das gleiche auch nochmal für den Strom. Hier einmal den Strom im DC-Bereich und auch den Strom im AC-Bereich. Dann können wir auch schon wieder zurückgehen und sind dann im Menü drin. Das Schöne ist, ich kann hier einstellen, ob ich einphasig oder dreiphasig messen möchte. Das mache ich einfach über die Pfeiltaste. Aktuell ist einphasig eingestellt. Ich kann es aber über die Pfeiltaste sehr schnell auch auf dreiphasig umstellen. Und ich kann auch den Grenzwert einstellen, also den Wirkungsgrad vom Wechselrichter. Das steht immer auch im Datenblatt des Wechselrichters drin, was für einen Wirkungsgrad der erreichen soll. Hier sollten wir möglichst nah an die Datenblatt, an das, die Daten aus dem Datenblatt rankommen. Dementsprechend können wir hier einstellen. Das Gerät sagt ja automatisch bestanden oder nicht bestanden. Legen Sie hier das fest, wo Sie sagen, das möchte ich als Ergebnis sehen. Dann haben wir über die F2-Taste die Möglichkeit, uns die Spannung und den Strom nochmal einzeln anzuschauen. Einfach nochmal draufdrücken, wenn Sie von Spannung auf Strom wechseln möchten. Und unter der Funktion ist abgelegt, wieder die Möglichkeit anzukreuzen, habe ich zum Beispiel die Netzausfallprüfung gemacht oder was wir hier oben noch mit drin haben, sind die Netztrennschalter vorhanden und funktionieren die. Das können Sie hier schon ankreuzen, ist ähnlich wie bei der Sichtprüfung gestaltet. Switchen wir jetzt zur Isolationsmessung, auch hier wieder einfaches Drehen. Gucken wir auf die Infotaste drauf und sehen, wir haben hier ISO 1 und ISO 2 mit Erdungspunkt, wo wir rangehen können. Dann gehen wir einfach an den Erdungspunkt mit der Klemme dran. Wenn das nicht der Fall ist, können wir uns auch unsere lange Messleitung nehmen und direkt ans Gestell dran gehen und haben dort dann die niederohmige Verbindung. Wir haben die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn Sie einen Kabelfehler vermuten, auf eine Dauermessung zu schalten. Dann haben wir dauernd Spannung anliegen. Und wir haben die Möglichkeit, die Isolationsmessung im Nasszustand zu machen. Wenn Sie jetzt überlegen, die PV-Anlage mit dem Gartenschlauch zu wässern, da sollten Sie lieber die Finger davon lassen, weil das Wasser kalkhaltig ist und Sie dementsprechend die Anlage beschädigen würden. Wenn Sie eine Anlage nassfeucht machen wollen, entweder wenn es geregnet hat, beziehungsweise mit destilliertem Wasser. Können wir jetzt auch wieder zurück ins Messmenü. Da ist standardmäßig ISO 2 ausgewählt. Lassen Sie sich dadurch nicht verwirren. Die ISO 2 ist Ihre ISO 1 Messung. Solange Sie keinen Fehler haben, messen Sie immer ISO 1. Wenn Sie was finden sollten,
schalten Sie um auf ISO 2. Hier können Sie in beiden Polaritäten noch mal etwas genauer hinschauen. Und wie gesagt, wenn Sie schon Kabelfehler vermuten, schalten Sie auf die Dauermessung und haben dann dauerhaft Spannung anliegen zur Isolationsmessung, müssen dann nicht mehrfach die Testtaste drücken, sondern können einfach Punkt für Punkt durchprüfen. Unten haben wir dann nochmal die Messung im Nasszustand. Das werden Sie wahrscheinlich eher selten haben. Wie gesagt, hier muss die Anlage feucht für sein. Kommen wir zur Kennlinienmessung. Bei der Kennlinienmessung ist es so, dass Sie die Daten einmal als Tabelle ausgespuckt bekommen, aber sich auch als Kennlinie ansehen können im Gerät. Was Sie hierfür brauchen, ist zwingend die Moduldaten. Lassen Sie sich also vorher von Ihrem Kunden sagen, was ist das Ganze für ein Modul. Sie können sich aus der TrueTest-Software dann die Moduldaten direkt einspielen. Es gibt mittlerweile auch eine App, die wir verlinken werden, wo Sie die Daten einspielen können. Dort sind mehrere tausend Panels hinterlegt, sodass Sie nicht großartig schreiben müssen. Sie können über die Pfeiltaste nach unten auch Ihre kürzlich verwendeten Moduldaten eingeben, sodass Sie da nicht immer suchen müssen. Auf dem Gerät selber können Sie bis zu 20 Module hinterlegen. Das reicht eigentlich für eine Messung in der Anlage vollkommen aus. Dann benötigen Sie für die Kennlinienmessung natürlich wieder das Einstrahlungsmessgerät, das dann wieder, wie vorhin gezeigt, verbinden. Und dann können Sie auch schon mit der Messung loslegen. Wenn wir auf das Schaltbild schauen, ist ganz normal wieder unsere Messleitung nehmen, Einstrahlungsmessgerät nehmen und schon ist der Messaufbau fertig. Schauen wir uns jetzt als nächstes die Dioden an. Wir können unter dem Punkt Dioden zum Beispiel unsere Bypass-Diode im Modul selber drin messen. Wir können schon vor dem Modul die Sperrdiode messen. Wir haben die Möglichkeit, die Diode mit einer Dauermessung zu beaufschlagen. Und wir können zum Beispiel auch Überspannungsschütze mit dem Gerät prüfen. Wenn wir auf Zurückgehen, sehen wir im Menü einfach nur dementsprechend wieder die Grenzwerteinstellung, die wir vornehmen können. Das kommt wieder darauf an, was für ein Modul habe ich. Die habe ich dann bei der Messung eingespielt. Ich kann dann auf die Sperrdiode gehen, kann auch dort wieder den Grenzwert einstellen und die Prüfung starten. Das gleiche bei der Dauermessung der Diode und zum Schluss beim Überspannungsschutz. Hier stelle ich dann dementsprechend den Grenzwert des Überspannungsschutzes ein, der verwendet ist. Natürlich kann man alle Prüfungen einzeln machen, aber ich bin ein Freund davon, dass es schnell geht. Wir können durch dieses Keep Deletes einfach auch eine Automessung machen. Hier können wir uns vorher über die Konfiguration einstellen, was wollen wir überhaupt messen. Wir gehen einfach wieder auf Auswählen, können dann sagen, möchte ich das Ganze mit Isolationsmessung oder ohne Isolationsmessung machen, möchte ich das Ganze nur mit einer Kategorie 1 Messung machen oder möchte ich in der Kategorie 2 auch die Leistungsmessung mitmachen, die ist ja nicht vorgeschrieben, aber ein nice to have. Und ich kann über die Schutzklassenfunktion einstellen, bin ich an einem geerdeten System, bin ich da dran oder eben nicht. Wenn ich das ausgewählt habe, meinen Modultyp hinterlegt habe und mein Einstrahlungsmessgerät wieder angemeldet habe, kann ich dann noch einstellen, mit welcher Prüfspannung ich reingehen möchte. Ich kann mir den Grenzwert der Niederohmmessung anschauen und habe dann auch natürlich nochmal den Anschlussplan hinterlegt. Wenn ich dort drauf gehe, sehe ich dann dementsprechend den Anschlussplan. Ja, wie ihr seht, ist das SMFT 1000 ein sehr umfangreiches Gerät mit vielen Messfunktionen. Ich kann alles abdecken, was ich für die PV-Anlage brauche, egal ob ich gerade Einsteiger bin und einfach nur errichte oder ob ich auch Fehlersuche betreiben möchte. Das kann ich sehr gut mit dem Gerät hier machen. Obwohl ich viele Messungen machen kann und auch muss, habe ich über die Infotaste immer Hilfe, wie muss ich es anstellen, wie muss ich die Messleitungen reinmachen. Das erleichtert das doch gerade am Anfang sehr. Der automatische Prüfablauf macht das Ganze sehr, sehr schnell in der Prüfung. Und wir haben hier dann dementsprechend ein Allround-Gerät,
wo wir nicht nochmal extra irgendwas ausschreiben müssen, sondern dank der zusätzlichen Geräte die Daten auch sehr schnell in die Software übertragen und dort verwalten können. Wie bereits erwähnt, werden wir euch alle Prüfschritte nochmal in separaten Videos zeigen. Also seid ihr jetzt dran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke anzumachen, damit ihr nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal, eure Zukunftstechniker.